Hallo zusammen, heute ist der 20.02., Zeit für ein neues Update. In dieser Folge soll es einmal um Fairy Tail gehen, die gute Nachtgeschichte, die ich hochgeladen habe, dann um die Playlists und um meine Kanalvorstellung. Fangen wir an mit Fairy Tales. Das Spiel habe ich, wie in der Beschreibung ja schon gesagt, früher als Kind recht lange gespielt und es hat mich ziemlich zur Verzweiflung gebracht. Also zum einen kannte ich damals kein Englisch, also nicht wirklich, und musste mir alles von meinem Dad erklären lassen. Zum Zweiten war die Karte viel zu groß und ich habe mich zigtausendmal verlaufen. Außerdem wusste ich auch nicht, was ich machen sollte, denn es gab kein Questjournal und nur ganz vage Andeutungen, was man machen musste. Aber trotzdem hatte es einen gewissen Charme. Deswegen habe ich es einfach mal wieder ausgegraben und so ein bisschen umgemodelt zu einer Geschichte, die ich wirklich erzähle. So als wenn ich aus einem Märchenbuch vorlesen würde. Und bisher scheint es recht gut anzukommen. Der einzige Haken an der Sache ist, dass das Ganze nachkommentiert ist. Nachkommentieren muss ich es, weil ich nicht so das Improvisationsgenie bin, was solche Dinge angeht, vor allem in der Vergangenheitsform das Ganze zu machen. Und durch das Nachsynchronisieren dauert es ziemlich lange. Das macht es für mich recht anstrengend, auch wenn es sehr viel Spaß macht. Deswegen muss ich gucken, wie intensiv ich das weiter fortführe. Der nächste Punkt sind die Playlists. Die Playlists waren ja beim letzten News-Video noch buggy, aber ein, zwei Tage später gingen sie schon wieder. Außerdem habe ich jetzt noch zwei neue Playlists hinzugefügt, einmal für Dungeon Master und einmal für die Kanalvorstellung. Denn ich dachte mir, die ganzen Nebenprojekte, die ich sonst so habe, einfach in den Misc-Playlist reinzupacken, wird recht unübersichtlich. Das heißt, ich werde jetzt einfach für jedes Nebenprojekt eine eigene Playlist erstellen. So habe ich zwar recht viele Playlists am Ende und es wird dann in den Playlist-Ordner ein wenig unübersichtlich, aber sobald das neue Design da ist, ist ja kein Problem. Da werden die alle schön untereinander aufgelistet und man kann da gut durchblättern. Ja, Kanalvorstellung ist eine Playlist. Das ist nämlich auch ein neues Projekt, mit dem ich angefangen habe, inspiriert durch Hex. Und soweit kommt es sehr gut an. Also ich stelle darin einfach nur Kanäle vor, die ich privat auch gucke. Also bisher nur die, die ich privat gucke. Das werde ich noch ein bisschen ausweiten. Und gehe da so durch, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und schlage es dann halt meinen Zuschauern vor. Das ist für diejenige Person, die ich vorstelle, natürlich von Vorteil, weil es ein bisschen Werbung für sie ist. Aber auch für mich ist es interessant, mal reinzugucken, wie die anderen Leute das so machen. Das mache ich zwar jeden Tag schon, wenn ich Feedback gebe, aber der Kanalvorstellung ist noch ein Zacken schärfer. Also da gucke ich mir die meisten Videos auch länger an und blätter dann nicht einfach so durch, wie ich es normalerweise mache beim Feedback geben. Obwohl es bei den bisherigen beiden Videos nicht wirklich das Problem war, weil die kannte ich ja auch schon, da kannte ich auch alle Videos oder zumindest einen Großteil. Deswegen ging das recht schnell von der Hand. Ich habe dann nur 10, 15 Minuten gebraucht, um die jeweils hochzustellen. Das ist nicht so das Problem. Wenn ich jetzt aber das weitermache und Kanäle vorstelle, die ich nicht kenne, wird das wesentlich zeitintensiver, kann ich mir vorstellen. Deswegen werde ich da nur recht bedacht dran gehen. Ich habe ja momentan schon sehr viel auf der Platte. Das heißt, ich werde nur alle paar Tage mal mich an sowas ranwagen. Wenn ihr allerdings wollt, dass euer Kanal vorgestellt wird, könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen und kommt dann auf eine Liste mit drauf. Wobei ich euch da jedoch warnen muss, denn wenn ihr mir nicht gefällt, dann werde ich das auch sagen. Also wenn ihr jetzt total aufgedreht seid, total ins Mikrofon schreit oder einen auf Choleriker macht oder schlechte Soundqualität habt, euch nicht um die Beschreibungen kümmert und dergleichen, dann werde ich das auch sagen. Also überlegt es euch bitte zweimal, bevor ihr mich anschreibt. Nicht, weil ich nicht gerne euren Kanal vorstelle, aber weil es am Ende dann nicht das sein könnte, was ihr gerne haben wollt. Und da hat dann keiner was davon. Ihr seid unzufrieden, weil ihr nicht die Kritik bekommen habt, die ihr haben wolltet. Ich bin unzufrieden, weil ich das Video dann runterstellen muss, weil ich will ja nicht absichtlich euch irgendwas antun. Und bei jedem ist Zeit verloren gegangen. Na gut, das war es soweit für diese News-Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal.